So, die Einstellung vom Blue Power Set selber. Da zieht man die Statusleiste nach unten und dann gibt es hier oben den Einstellungsbutton. Hier kann man jetzt eben nochmal das LTE-Signal sehen. Da ist kein LTE-Modul dran, also hat er keins. Ein WLAN-Symbol ist hier mit dabei. Und hier kann man auch ein Bildschirmfoto machen. Hier kann man ein bisschen aufräumen. Wir gucken uns aber die Einstellungen von diesem System an. Das sind die Systemeinstellungen vom Blue Power System. Das hat mit Agama nichts zu tun. Hier ist also zu sehen, das WLAN, der Datenverbrauch. Hier kann man einstellen, Sachen zum Display. Also alles, was jetzt Android intern ist. Das sind die Einstellungen, die man hier einstellen kann in diesem Menü. Und naja, es ist nicht sehr viel. Es ist ein bisschen beschränkt auf das System. Aber hier könnt ihr schon mal beispielhaft sehen, wie gut das alles mit dieser R-Maus funktioniert. Ja, das soll es zu den Systemeinstellungen gewesen sein.